Seekarte? Ja, da geht's weiter und da geht's weiter. Und da bei Lava geht's auch irgendwo weiter. Warte mal. Bullfrog-Rätsel? Vielleicht muss der Frosch über die Lava springen? Na gut, wir müssen so oder so dahin. Und wenn wir dann vor der Lava selber stehen, gucke ich mal ganz kurz in unser Runenbeutelchen da, ob wir vielleicht doch schon die Levitieren-Rune haben. Und hier ist eine Sackgasse. Weil Levitieren würde das Ganze doch dezent einfacher machen. Also ja, wir könnten... Was ist das da oben an der Decke? Achso, Stalaktiten. Also ja, das würde das Ganze dezent einfacher machen. Wir könnten zwar rüberspringen, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Sprung sicher ist. Weil das war ja wirklich nur ganz kleine Schlucht und wir können doch schon ziemlich weit springen. Aber ja, sicher ist sicher. Lava tut bestimmt weh. Ich habe den Verdacht, dass wir total falsch gelaufen sind. Nee, sind wir gar nicht. Da gibt es keine Verbindung. Ja, okay. Also rechts rum. Zack. So, da gab es hier links was, wo ich geschrieben hatte, da ist etwas. Und da hinten mit, da geht's weiter. Hahaha. So, genau, da geht's weiter. Rückwärts. Gucken wir mal. Also, Handbuch sagt, Levitate ist ein Level 4 Spruch, also vierter Zirkel. Wir brauchen ein P. Was das da sein könnte, auch wenn das eher wie ein D aussieht. Und ein K, das haben wir. Okay, probieren wir das und das. Hey, funktioniert. Boah, ist das langsam. Da wäre mir das Springen irgendwie doch lieber gewesen, als jetzt ganz langsam über Lava rüber zu schweben und dann vielleicht mitten beim Schweben runterzufallen. So. Und das alles für eine Tür, die wir hoffentlich gleich öffnen können. Mein Dispatch Chamber. Nur in Begleitung von einem Dispatch Operator betreten. Oh oh. Viele Knöpfe. Alle sind oben. Teleport Door Lock. Mind Dispatch Operator Only. Teleport Door Control. Was für eine Teleport Door? Okay. Klick. Nee. Klick. Ah, es gibt wenigstens eine Warnung. Das ist schon mal sehr gut. Also jetzt können wir... Nee, ich kann nicht mehr hochfliegen. Aber wahrscheinlich, wenn ich noch fliegen würde, würde ich noch in der Luft schweben. Und sobald das ausläuft, falle ich halt runter. Jo, und was war mit denen hier? Haben uns da irgendwas zu aufgeschrieben? Zettel? Wir hatten diese Grabmäler gefunden gehabt. Wo Silber, Gold, 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 Silber, wie auch immer. Also eigentlich war es Silber, Silber, Gold bei Sir Averill und Silber, Gold, Gold bei Sir Leon irgendwas. Es sind hier auch drei Schalter, aber es gibt nirgendwo Gold oder Silber. Also denke ich nicht, dass das hier ist. Und rumprobieren wäre zwar möglich, aber es sind doch recht viele Kombinationen. Haben wir irgendeinen Zettel gefunden, wo irgendwas derartiges draufsteht? Nee, Sessa hat uns geholfen. Trollkampflied. Und eine Notiz an Lakashi. Aber nichts mit irgendwelchen Knöpfen. Eine Schriftrolle, die irgendwas macht. Und das Notizbuch eines Trollbeobachters, der gestorben ist.
Nee, nee, das lassen wir erstmal alles so. Oh, oh. So, levitier, ne? Aha. Warum ist das so langsam? Warte mal. Also ja, eigentlich könnten wir gleich dem Lavasee folgen, aber... Dem traue ich nicht. Traue ich absolut nicht. So, runter bitte. Es wird ticken schneller. Laufen wir ganz schnell dahin, wo es weitergehen könnte. Und hier ist jetzt hoffentlich eine Notiz, welche Schalter ich drücken muss. Oh. So, dazu kommen die anderen Notizen erstmal da rein. Du kommst mit. Und wirst gelesen. Ankorbmani. Das ist ein Untoten-Vernichten-Zauber. Das ist sehr schön für Untote-Vernichten. Aber ich muss... Wow, 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 was war das? Das war sehr komisch gerade. Aber gut, das ignorieren wir erstmal. Wir laufen jetzt, solange wir das Levitier noch haben, wollte ich gerade sagen. Was ist am Auslaufen? Gut, laufen wir hier nach Süden. Gucken, ob es dann noch irgendwo weitergeht, ohne levitieren zu müssen. Und sonst werden wir gleich schlafen. Wow. Was ist da hinten? Noch eine Plattform. Ja, nee. Aber das scheint mir relativ sicher hier zu sein. Die einzige Ecke, wo ein Gegner von kommen könnte, wäre da. Licht aus. Schlafen. Ja, Mana ist nicht ganz voll, aber es dürfte reichen für einen Zauber. So, wo wollen wir hin? Auf die Holzplattform da, richtig? Weil hier können wir auch so hin. Oh, so. Genau, hier können wir auch so hin. Wir wollen auf die Holzplattform. Hm, fliegen. Fliegen. So. Komm schon. Kriech, kriech. Oh, das ist so eine Übergangsplattform. Okay, wir wollen da hinten rauf. Da unten liegt ein Schild, aber deswegen werden wir gerade hier nicht runtergehen. Komm, 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 komm. Da liegt aber auch nichts drauf. Was sind das jetzt für komische Plattformen? Ah, da ist gar nichts. Hm. Hier in der Mitte, diese rote Säule, ist nur Deko. Sehr kurios. Auf dem Ding ist auch nichts drauf. Ah, das ist jetzt das Toadstool-Rätsel. Glaube ich zumindest. Man muss jetzt in der richtigen Reihenfolge auf diese Holzblöcke springen. Oder man fliegt einfach... Oder man fliegt einfach dran vorbei... Und lässt den Gegner runterpurzeln. Was auch immer das für ein Gegner war, das sah komisch aus. So, runter. Oh, oh, hey, hey, da war gerade was. Ein Geist. Aber ein komischer Geist. Genau du. Wir haben nicht genug Mana für den Antitoten-Spell, denke ich mal. Außerdem klappt das so auch ganz gut. Er war schon gelb. Wir haben fast keinen Schaden genommen. Jo. Helm beschädigt. Ja, das kann der Zwerg später ausbügeln. Das passt schon. Buckler beschädigt. Gleich mal angucken. Der ist rot. Und es sieht fast aus, wenn er fliehen würde. Komm schon. Ordentlicher Treffer noch. Ah, sehr schön. Also. Umgucken. Schädel. Kein richtiges Kraut. Kaputter Morgenstern. Knochen. Beutel. Beutel mit. Beutel drin. Mit einem Rubin drin. Okay. Beutel mit Beutel weg. Du mit.
Schleim auf dem Boden. Sehr verwinkelte Gänge. Oh, und ein Trank. Ein roter Trank oder ein grüner Trank? So. Wo zur Hölle sind wir inzwischen? Also bisher ist hier nur ein sehr langer, schlauchartiger Gang. Keine Abzweigung. Und da kommt die erste Abzweigung. Eine Laute. Die... Also den Spruch schreibe ich mir ganz kurz auf. Ankorbmani. Ankorbmani. Anti... Untot. So. Das heißt, die Notiz kann jetzt auch noch weg. Nein, du bist nicht die Notiz, verdammt. So, du kommst mit, du bist nicht viel wert, dich haben wir gerade erst repariert. So. Du kommst mit, falls wir dich für irgendeine Rätsel hier brauchen. Und du wiegst ja anscheinend auch nicht viel. Oh, du siehst aber ganz schön aus. Was bist du denn? Ein Serviceable Jewel Sword. Zu schwer. Okay. So. Obwohl, warte mal, momentan ist unser Mace Skill höher als Sword, richtig? Sword 4, Mace 5. Trotzdem will ich das mal ausprobieren. Was sagt allgemein unsere Ausrüstung? Serviceable, excellent, excellent, serviceable. Serviceable. Ja, ist alles soweit okay. Wir merken uns mal. Ex-Helm. Also nicht Ex mit damals oder abgeschlossen oder was auch immer, sondern halt excellent. Also gut, was wert und noch ein Trank. Was haben wir hier? Kettenhosen. Serviceable Mail Leggings. Also ja, hier ist definitiv viel Loot. Gehen wir zum Süden noch weiter. Okay. Die Plakette besagt, hier liegt einer, der nicht länger lebt. Nicht betreten, außer du hast vor, ihm mit ihm fein zu sein oder es ihm gleich zu tun. Ja, es hält sich echt die Grenzen. Wir machen das jetzt so, wir suchen jetzt diesen Ankorbmani raus. An. Korb. Oh, vielleicht haben wir Korb gar nicht. Anpor. Ne, wir haben gar keinen Korb. Mani hätten wir. Mani wäre hier. Wir haben keinen untoten Vernichtenspruch, den wir wahrscheinlich für den brauchen, der da drin ist. Aufschreiben. Gruft. So, und weiter umgucken. Vielleicht finden wir hier irgendwo noch einen Runenbeutel. Ganz zufällig mit genau den Runen, die wir brauchen. Hallo, Untoter. Gucken wir mal, wie du mit so einem Schwert zurechtkommst. Er ist gelb. Er flieht. Warum fliehst du von meinem Schwert? Komischer Geist. Ah ja, wir treffen eindeutig nicht so gut. Zu mit der Keule aber auch nicht. Und Schaden scheint fast gleich zu sein. Also mit der Keule mussten wir eigentlich auch nur dreimal treffen. Wir haben nur halt nie getroffen. So. Gewicht, das ist immer so ein Problem. Problem ist bei uns.
So, ablegen. Reingucken. Ich wusste es irgendwie. Aber so sind die meisten Spiele zu der Zeit konzipiert gewesen, dass man immer genau die Sachen findet, die man braucht, wenn man sie braucht. Muss ich nur ein bisschen umgucken. Also,